wir denken an den heiligen Martin von Tours, der im 4. Jahrhundert gelebt hat. Und in diesem wunderbaren Relief können wir etwas von seiner Lebensgeschichte gezeigt bekommen. Der heilige Martin war ja junger Soldat und eines Nachts, in bitterkalter Nacht, sah er am Straßenrand einen Bettler sitzen und er teilte seinen Mantel mit ihm. Und dann, im Traum, bekam er von Gott gesagt, dass das, was du dem armen Bettler getan hast, das du geteilt hast, das hast du mir getan. Also zwei wunderbare Botschaften, die wir am Martinsfest immer wieder neu gesagt bekommen, wer teilt, gewinnt. Und das, was wir tun, das tun wir unseren Schwestern und Brüdern und das tun wir auch im Sinne Jesu. Und noch ein Tipp, bei uns im Bonifatiuswerk kann man kleine Martinstaler kaufen und mit dem Erlös wird auch unsere Kinder- und Jugendarbeit unterstützt. Wer teilt, gewinnt. Ich wünsche allen Kindern und Eltern bei den Laternenumzügen zum St. Martinsfest, bei der Mantelteilung, dass wir daran erinnert werden, an diesen großartigen Heiligen, aber auch wie wir heute so handeln können wie der Martin und dass der Glaube uns dabei helfen kann, im Sinne Jesu diese Welt zu verbessern.